Oh, ich liebe den Runenbewahrer. Der rettet einem so den Arsch. Ich werde, denke ich, den Waffenmeister spielen. Ja, wie gesagt, das werden ja alle Klassen so halbwegs gut, finde ich, sogar erklärt. Joa. Ich hatte ja mal eine Zeit lang schon mal gespielt, aber ich glaube, da hatte ich aber noch einen Wächter gespielt. Bin ich mir aber nicht sicher. Und da hatte ich, glaube ich, auch einen Menschen gehabt. Weil ich hatte damals mit einem Kumpel einen Account, weil wir da halt gerade so, ja, am Anfang WoW-Zeiten nicht, aber wir hatten dann halt immer mal Übernachtungspartys oder so und haben dann halt gesagt, okay, wir haben beide einen Laptop, was können wir denn mal zocken? Haben wir meistens halt Stronghold gezockt, zusammen. Und dann haben wir gesagt, ja, irgendwann ist es halt auch immer blöd. Ja, wir gucken mal nach Herr der Ringe. Wir hatten dann halt meistens Herr der Ringe angeguckt, die Teile. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir mal gucken. Ja, dann, wie gesagt, ist uns Herr der Ringe halt online ins Auge gefallen. Und damals zu der Zeit, glaube ich, war es aber auch kostenlos. Zumindest das Grundgame konntest du, oder du konntest kostenlos testen erstmal. Ja. Wir haben sie auch nicht lang gespielt. So, da hattest halt damals, du hattest die Hochelfen gab es noch nicht, die neuen Zwerge gab es noch nicht. Ja, Beoringa war, glaube ich, auch das erste, was es dann neu gab. Ich weiß ja auch, was ich hier vergessen habe. Ich habe vergessen, den Obermacker hier zu töten. Du dreimal rennst in diese Ruinen rein. Weißt du, was dir fehlt? Ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, damals auch mit einem Menschen angefangen. Fand das dann eigentlich mega cool. Dann hatte ich Angst vor der Instanz, weil ich dachte, oh scheiße, jetzt bin ich alleine drin. Ja, nee, das funktionierte bestimmt nicht. Doch, funktioniert's. Je nachdem, wie du gelevelt hast. Dann habe ich mit Frisches nochmal angefangen, weil wir dann halt beide Bock drauf hatten. Aber er ist halt wirklich kein MMO-Spieler. Und ja, dann habe ich wieder aufgehört. Dann habe ich nochmal kurz alleine angefangen. Dann habe ich es mal in einem Let's Play versucht. Und ja. Dann halt mit Kaya 2-3 Jahre später. Und ja. Dann jetzt halt wieder so ein bisschen die Sucht gepackt. Halt aufgrund eines Streamers, den ich dann halt wieder gefunden hatte. Und ja. Da ich da gesehen habe, was dann noch so auf einen erwartet. Der ist jetzt, glaube ich, im 4. oder 5. Addon. Und ja. Da dachte ich dann so, okay, das musst du nochmal. Du gibst dem Ganzen nochmal eine Chance. Fängst einfach nochmal für dich selber neu an. Das dann am besten auch im Stream. So dass ich das dann halt auch immer mal wieder so spielen kann. Ohne dass ich da auf andere Rücksicht nehmen muss. Und wenn Kaya dann halt mal wieder Bock hat, mal wieder da ist oder so, dann kann man ja den anderen wieder spielen. Wie man lustig ist. Der hier ist dann. Du hast jetzt auch den Vorteil, um zu sagen, dann, okay. Du kannst jetzt mit deinem Privatschau ein bisschen vorleveln. Wie kann ich kannst dir die Story schon mal angucken. Ja. Kannst dir dies und das mal angucken. Und dann kannst du ja dann, sag ich mal, das dann mit auf den Show mit Kaya nehmen. Ja. Bei denen hier kann ich ja zum Beispiel auch privat spielen. Und kann sagen, okay, komm. Hab jetzt Bock, privat mal was zu machen. Also level ich den jetzt privat. Ohne dass ich mich da irgendwas zwingen muss. Also entweder gewittert oder irgendein Kater ist gegen die Tür geknallt. Auf beides. Also es war schon recht laut gerade. So, ich muss gleich unbedingt mal wieder was verkaufen. Ah, hier ist ja der Händler direkt daneben. Gibt es etwas, das ihr benötigt? So, was kann ich denn mal verkaufen? Hier, das, kann ich das verkaufen. Brauche ich das Ebereschenholz? Ich glaube nicht. Das kann ich auch verkaufen, das kann ich auch verkaufen, das kann ich auch verkaufen. Grober Wettstein. Und für Lehrlinge... Okay, Waffenschmiedekunst, das habe ich nicht. Ja, unser Karl ist ja mal gegen die Tür gerutscht mit dem Kopf. Oh. Woran? Also ich glaube, es gewittert.
Warte mal, ich muss einmal den Ventilator ausmachen. Jetzt kommt natürlich nichts. Ich meine, es ist Gewitter. Weil ich dachte erst, okay, vielleicht sind die da irgendwie an der Tür zugange, aber die habe ich ja eigentlich richtig zugemacht. Die könnte es eigentlich nicht sein. Ja, heute ist doch Sonntag. Doofe Frage, kommst du jetzt nicht eigentlich in deinen Router-Neustart rein? Erst. Ja, gegen 4. Also vor 4 sollte ich aufhören. Gut. Ja, hast ja auch nur noch eine Stunde bis zu deinem 12-Stunden-Stream. Ja, stimmt. Ja, komm, machen wir die 12 voll. Gut. War dir doch eh klar. Natürlich. Ja, bis zum 30. November noch Zeit, den Code einzulösen. Ja, alles safe. Warte, wo hatte ich das denn da? Ja, bis zum 30. November. Ja, das passt doch. Vor allem, wie gesagt, was da halt alles bei ist. Ja, die ganzen Aufgabenpacks. Ich gibt es immer für kurze Zeit Rabatt auf. Versuch das mal kostenlos zu spielen und dann. Dann könnt ihr folgendes für 99 Punkte erwerben. Erweiterungsaufgaben. Ja. Ja, wenn das wie gesagt auch für VIP gilt, dann mache ich das direkt nachher. Nach dem Stream oder morgen mal. Weil dann brauche ich halt dafür auch den VIP dann quasi nicht mehr. Wenn ich dann die Aufgabenpacks habe. Dann brauche ich halt nur noch die Erweiterung kaufen. Die normalen. Also, warte, was war nochmal die Erweiterung? Muss ich gerade einmal kurz nachgucken. Ja gut, Moria habe ich und Belagerung des Düsterwalds. Also bis 65 kann ich spielen. Als nächstes wäre dann Aufstieg Isengards. 65 bis 75. Dann Reiter von Rohan. 75. Boah, ist das am Gewittern. Rohirrim. Ja. Helms Klamm und Mordor. Danach kommt Minas Morgul. Das ist aber halt relativ teuer gerade noch. Und dann die drei Gipfel. Und dann kommt jetzt bald Gundabad. Juhu, Bot. Gut. Warte mal. Overlays. In-game. Gott, ist das laut. Da, da, da. Ah ne, das muss ich. Alertbox, Setting. Lower Alert aus. Musik aus. Für den Fall, dass es nochmal vorkommt. ist der Sound jetzt zumindest aus. Muss ich nur noch herausfinden, wie ich die Emotes da mal ausschalten konnte. Bei den Emotes weiß ich leider nicht, wie ich sie ausschalten kann. Ja, ist Gewitter. Ja gut. Alter, das ist so ein Knall. So. Jetzt muss ich einmal noch gucken, wie ich die Emotes ausschalte für die Follower. Neulich habe ich es noch gefunden. Ich weiß leider nicht mehr. Ja, ja, Seite verlassen. Ich habe nichts eingestellt. Alerts. Sollte eigentlich irgendwo bei Alerts sein. Hm.
Nee, selbst wenn nur die Emotes fliegen, ist ja besser als alles andere. Würde ich zumindest mal behaupten. Ach, wunderschön. Da haben wir es doch. Ne, hast du, was du brauchst? Hm? Oder meinst du? Nee, die Bots. Ach so, ja. Ja, deswegen, wie gesagt, mache ich das ja hier gerade. Ah. Bin hier gerade. Ja, ich war gerade nicht, ich habe gerade das Stream-Ding nicht auf. Jo, alles also, gut, alles gut. Twitch. Bin halt gerade nur. Ich muss nebenbei noch tanken. Ja. Das macht bestimmt Spaß. Ja, wie gesagt, es macht mir halt Spaß, weil ich liebe den Tank. Oh. Ich denke so. Ja, dann fliegen halt nur die Emojis rum. Ist alles gut. Lieber nur die Emojis fliegen lassen als alles andere. Der Sound ist zumindest aus. Für Follower. So leid es mir tut. Tadaaa! Fliegendes Ross. Fliegendes Ross, was sich nichts bricht. Jetzt bin ich aber enttäuscht. So, jetzt kommen wir auch endlich in eine neue Gegend. Juhot, mein Pferdchen. Juhot. Ich muss auch sagen, ich finde es auch cool, dass du jetzt hier in Herr der Ringe Online mal Gebiete siehst, die du jetzt aus dem Film nur vielleicht vom Namen her kennst. Ja. Und nicht vom Sehen her. Ich meine, gut, Gundabad, wenn du einen Hobbit geguckt hast, siehst du Düsterwald, siehst du Erebor, siehst du. Also Beispiel Ered Luin zum Beispiel hörst du ja nur von. Ich glaube, in Hobbit wird es einmal von Tilly erwähnt, wo sie im Gefängnis bei den Elben sitzen. Mm. Im Blutmond, glaube ich. Ja, wie gesagt, du hast ja halt auch, selbst wenn du im Auenland bist, so viele Gebiete, die du halt nur aus den Büchern zum Beispiel kennst, wenn man die Bücher halt gelesen hat. Ja. Oder zum Beispiel in Stock, es gibt den goldenen Barschenstock und da wird im Buch zum Beispiel vom besten Bier erzählt. So. Und das ist halt im goldenen Barschenstock. Und das kriegt man halt so in den Filmen gar nicht mit. Ja, weil im Film ist das beste Bier im grünen Drachen. Genau. Deswegen, es ist halt echt mega cool, dieses Spiel. Ich habe mich so verliebt in eigentlich jede einzelne Kleinigkeit. Ich stehe euch zu Diensten. Das ist halt mega cool. Was ja. Kann ich für euch tun? So. Wuhu, noch 13 Mal Deldametrie 3.0. Ja, da freust du dich doch bestimmt. Jo, 21 Mal Deldametrie 1.0. Auch da freust du dich bestimmt. Ja, das sind zwei. Es tut mir leid, dass ich euch belästige. Aber halt Alexander Faust im Arm des Vaters. Ist jetzt nicht ganz so. Ja, dann kommen noch die beiden Identeile. Das stimmt. Ja. Weiß ich gar nicht, was ich da laufe. Den ersten Iden habe ich gestern hinter mich gebracht. Alle vier Teile vom ersten Iden? Mhm. Also nur die Auferstehung. Mhm. Ja. Ja. Ja, weil Luna noch Ark zocken wollte. Oder ARK, oder wie auch immer man es ausspricht. Ark. Mhm. Ark Survival Evolve, oder? Und ja. Ich war froh, dass sie mit mir Rathalos und den ersten Iden gemacht hat. Oh, Rathalos, ja. Ja. Den guten. Der einzige Boss im ganzen Game, wo du eigentlich keinen Heiler brauchst. Jupp. Ich hab's gemerkt. Wobei, ich bin nicht gestorben. Ja. Auch in Eden bin ich nicht gestorben.
wie gesagt, das ist halt alles Learning by Doing, finde ich. Man kann gerade, wo wir gestern Hardus gemacht haben, auf Savage, war es halt so, ich war zwischendrin halt weg. So, da haben halt die anderen ein bisschen getried. Die haben es dann hinbekommen, wo ich wieder da war. Und dann habe ich halt noch einen Try mitgemacht. Oder mehrere, besser gesagt. Aber es ist, umso mehr ich es gespielt habe, umso besser ist es geworden. Ja. Ja. Ich meine, ich kann mir einen Guide gern angucken. Ich kann mir Videos dazu angucken, aber ich muss es dann mindestens ein bis zweimal dann alleine gespielt haben. Ja, hier bin ich auch gespannt auf die ersten Dungeons und Raids. Weil die kenne ich halt hier in dem Spiel auch noch nicht. Boah. Ja, so weit habe ich auch noch nicht gespielt. Also die normalen Instanzen kenne ich. Du kannst sie halt entweder allein machen oder in der Gruppe. Manche sollte man lieber in der Gruppe machen. Manche kann man auch so machen. Und bei manchen kannst du dich halt auch wirklich hoch leveln. Also hier gibt es, meine ich, wie gesagt, nicht diese Skalierung wie in FF14. Dass wenn du zum Beispiel in eine 10er reingehst, in eine 10er Geschichts-Inni, dass du dann auch auf 10 runterskaliert wirst, wenn du höher bist. Okay. Habe ich, meine ich, nicht entdeckt, weil wie gesagt, die Gegner waren Level 9 und ich war Level 16. Also sollte eigentlich nicht der Fall sein. Jo. Deswegen kann man das, meine ich, dann noch später machen, wenn man in einer nicht weiterkommt. Oh gut, das werden wir dann, denke ich, alles noch rausfinden. Jo. Wie gesagt, bei mir dauert es halt, bis ich so weit bin, wo ich damals nicht weiterkam. Also das dauert. Ja. Ich weiß auch nicht mal, weil ich kann mich halt kaum noch dran erinnern. Kann auch sein, dass das damals gar nicht zur Hauptquest gehörte. Und ich einfach nur gedacht habe, das wäre Hauptquest. Und ich habe damals einfach komplett den Faden verloren. Und ja gut, das ist halt auch wieder so eine Sache, wie sind das in einzelnen MMOs die Quests gekennzeichnet? Was ist Hauptstory, was ist Nebenquest? Ja, mittlerweile weiß ich ja überall, wo Prolog oder Buch 1, Buch 2, Buch 3, Buch 4 vorsteht. Das ist alles Hauptquest. Ja. Okay, ja. Oder alles, was zumindest mit so einem feurigen Ring dargestellt wird. Wie in FF14 mit dem Meteor ist hier halt der feurige Ring. Ja, das Square Enix Logo ist das. Ja. Das ist ja der, sag ich mal, Ball mit Feuer dran oder was das auch darstellen soll. Ja, und blau hast du halt freischaltbare Nebenquests. Und plus, glaube ich, ist, wenn du was freischalten kannst. Dann hast du halt goldene noch, die sind halt Standard. Oho. 12 mal noch eben Delta mit D3. Oh, Backe. Diese Begeisterung. Jo. Ja, es ist halt ein Schritt, den man dann skippen kann. Und deswegen will ich ihn halt unbedingt machen. Beziehungsweise muss ich ihn unbedingt machen. Verständlich. So, welcher. Ja, komm, machen wir auch da erstmal. Punkte auf dem anderen kann ich nur erstmal lassen. Hey, du bist aber auch irgendwie die einzige Streamerin. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. In meiner Liste. Ich bin mir 50.000 Mal eine Meldung rausgibt bei Twitch, dass sie live ist. Kriege ich bei anderen aber zum Beispiel auch. Zum Beispiel bei einem Kumpel von mir, der auch ab und an mal hier im Stream ist, kriege ich auch, oder habe ich heute schon das vierte Mal eine Benachrichtigung bekommen, dass er live ist, obwohl er die ganze Zeit schon live ist. So. Also, ich habe das auch. Ja, speichern. Warte, verlassen. Ich will gerade mal was nachgucken. Naja, die Person streamt auch gerade noch. Also,
Kann ich mir tatsächlich beim besten Willen nicht vorstellen, warum ich jedes Mal diese Nachricht kriege. Du streamst ja auch noch. Ja. Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Ja. Das Gewitter nimmt jetzt aber echt Fahrt auf. Mensch, zum Glück sitze ich im Keller. Und zum Glück muss ich gerade noch nicht pinkeln. Ja gut. Denk jetzt ja nicht an tropfende Wasserhähne, Wasserfälle. Nee, das funktioniert bei mir eh nicht. Schade. Oh, stimmt. Ich könnte jetzt bald mal wieder die Prolo-Quest machen. Also Hauptquest. Bin noch im passenden Level dafür. Hab gut aufgegoogelt. Aber ich wüsste vorher gerne, wo diese Fallen sind. Ich hoffe, ich finde diesmal schneller das, was ich suche. Und es wäre auch schön, wenn bald die erste Instanz kommt. Ich bin zumindest nah dran. Juhu, ihr nehmt das Kaninchen aus der Falle. Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. So, wo ist denn... Ah ja, die Abgesandte, okay. Stechdisteln, die kann ich auf dem Rückweg sammeln. Rein theoretisch. Oh. Ah nee, ich sammle sie jetzt. Dann habe ich die Stechdisteln hinter mir. In aller Regel sollte ich die Instanz doch schaffen. Ist ja gar nicht so weit weg jetzt. Wenn ich Gut, mich... das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja, doch, ich weiß es. Da bin ich leider überfragt. Ja, doch, ich weiß es. Wenn ich mich jetzt gleich auf die... Hauptquest konzentriere, ist ja nicht mehr weit. Wir brauchen nur erstmal diese wundervollen Stechdisteln. Wenn ich den Tank jetzt noch mehrfach bekomme, ich mobb den. Ich mobb den einfach. Ist der nicht gut? Nee, der geht mir aber komplett auf den Sack, weil es ein Krieger ist. Und ein Krieger sollte keinen Main Tank machen. Sieht er scheinbar anders. Steht's halt noch nicht. Es gibt schon sonderbare Tanks. Wobei, wie gesagt, es gibt auch sonderbare DDs. Wie der, der neulich wieder gepult hat. Ich habe auch nur gedacht, oh, nicht nochmal. Wird es aber in jedem Game geben. Das wird sich auch nie Leider. ändern. Leider. Vor allem, wie gesagt, wie es dir ja schon gesagt hatte, da war dann halt eine Heilerin. Schon, da hast du richtig gemerkt, dass er das zum ersten Mal macht. Und eher diese Pulls gemacht, wo ich dann nur dachte, Alter, du bist ein scheiß DD. Hörst du jetzt mal auf zu pullen? Das kann die nicht heilen. Wie? Wie soll sie das heilen? Wir sind hier Ja. in dem Anfänger-Dungeon. Wie soll die das schon heilen? Das packt die nicht. Ja, vor allen Dingen hast du halt auch als Anfänger in Anführungszeichen ja auch noch nicht die überkrassen Skills. Ne, vor allem. Wir kotzen. Ja. Ich hatte halt den allerersten Pull, den ich gemacht hatte, war halt einfach um zu testen. Da habe ich halt einen mittleren gemacht. Da habe ich die erste Vorgegner gemacht, die zweite Vor, die dritte habe ich ausgelassen.
Ich dachte, okay, wenn sie geschrieben hat, sie ist halt neu. Ne? Gut. Testen wir erstmal. Mit dem mittleren war sie schon leicht überfordert. Habe ich gedacht, gut, okay, dann machen wir halt kleine Puls. Ist mir scheißegal, ob das den anderen auf den Sack geht. Machen wir kleine Puls, weil sie soll ja auch Spaß dran haben und nicht da hektisch vorm PC sitzen und ne, Schweißtropfen von der Stirn tupfen. So, also ich kleine Puls gemacht. Ihr habt schon gemerkt, okay, der Pignier wird immer ungeduldiger, immer ungeduldiger. Und dann rennt er irgendwann einfach vorne. Und ich habe dann irgendwann einfach nicht mehr getankt. Ich hatte dann irgendwann keinen Bock mehr. Hab dann nur gesagt, Leute, bleibt einfach mal zurück. Soll er draufgehen. Und er ist draufgegangen. Weil wir alle keinen Bock mehr hatten auf diesen Tank, diesen DD, der da einfach die ganze Zeit am Tanken ist. Vor allem, wenn wir hatten halt einen, der halt wie ich schon, ne, 80 war. Und wo halt wusste, was da los ist. Wir waren uns dann halt beide einig, okay, komm. Das hat keinen Sinn, wenn wir da große Puls machen. Die geht sonst nie wieder als Heiler rein. Weil die war ja schon so schüchtern. Also, ja. Hat der DD anders gesehen. Aber komplett anders. Naja. Er hat daraus lernen müssen. Beziehungsweise, ob er gelernt hat, weiß ich nicht, aber... Jo, noch meistens so. Die lasse ich dann auch immer auflaufen. Wie gesagt, wir waren uns dann halt auch einig. Ich hatte dann den oder die beiden dann einfach nur angeflüstert und meinte, ey, waren Gott sei Dank auch beides deutschsprachige, sodass ich halt einfach auf Deutsch schreiben konnte. Weiter so, ey. Ja, kannst du auch unter Party mit Linksklick, mit Linksklick dann auf die Person gehen und dann Profil anzeigen, dann siehst du das ja, ob sie es deaktiviert haben, aber du musst halt gucken, wenn es deaktiviert ist, na nee, gut, nein, eigentlich nicht, das D muss aktiviert sein. Weil ich glaube, Strich unterhalb von dem jeweiligen Buchstaben ist der Client, auf dem sie spielen. Und ja. Ja, wie gesagt, es waren halt, also konnten wirklich beide Deutsch, haben wir beide mitgeschrieben. Dann hatte ich halt nur gesagt, ey, geht euch da auch auf den Sack? Ja. So, das kann ich nicht heilen. Hm? Ich weiß. Ich weiß, dass du das nicht heilen kannst. Ja. Dann war das halt für uns einfach klar. Er ist aber auch nicht rausgegangen. Wir haben dann halt einfach unser Ding gemacht und er wurde einfach nicht mehr geheilt. Und ich habe ihn halt einfach vorrennen lassen. Während er dann weg war und da sich wieder hinporten musste oder hinlaufen musste, habe ich dann weitergetankt und die Dinger fertig gemacht. Jo, ich auch schon. Also, weil wie gesagt, war halt nur der, der halt nervig war und uns Probleme bereitet hat. Mago Wannen, würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? In dem 1-0 haben wir... Schlacht um Norbrand gemacht. Und bin ich halt auch rein und hab halt auch geguckt, weil die beiden erstens Neulinge waren. Die hatten noch Cutscene. Und der Heiler habe ich geguckt, erstens war Deutsch, habe ich geschrieben, jo, wie willst du denn? Kleine, mittlere, große Puls. Da geschrieben, ja, mach erstmal kleine. Ich bin noch nicht so lange Heiler. Habe ich geschrieben, okay. Habe halt kleine Puls gemacht. Natürlich. Jagoon musste sich natürlich wieder profilieren und ist vorgerannt. Und hat halt, ich weiß nicht, ob er direkt Englisch war oder Deutsch, und hat halt bloß geschrieben, jo, geile Kollegen, seid ihr ja, macht solche mickrigen Puls und lasst mich jetzt hier noch drauf gehen. Habe ich geschrieben, ey, erstens, du hast gerade gelesen, der Heiler möchte kleine Puls, da will er erstmal üben. Also befolgt das bitte. Ja, nee, das muss schon ein bisschen schneller gehen. Habe ich gesagt, okay, gut. Dann weißt du, was jetzt passiert. Geschrieben, nö. Ich gesagt, ne, der Heiler stellt die Heilung auf dich ein. Ja, okay, macht nur. Werdet schon sehen, ich mach die Ini jetzt hier alleine. Ja, ist okay. Ja. Der ist ständig verreckt und wir sind easy durch. Ja. Oh Mann. Wir haben halt auch hier vor jeder Trash-Gruppe habe ich da aber auch gewartet. Ja. Bis der ja, was gemacht hat. Und irgendwann ist er dann raus, weil er Schnauze voll hatte. Ja. Ich verstehe sowas halt einfach nicht. Ich habe aus Versehen meinen Namen wieder hier weggemacht. Jedes Mal komme ich auf diese scheiß N-Taste. Verfluchtes N.
Schürfer. Habe ich hier eigentlich. Ja. Oder? Das. Nee, das ist Koch. Da habe ich keine. Habe ich hier irgendwo eine Schmiede? Da! Da ist eine Schmiede. Nee, veredeln brauche ich nicht. Ja, einmal alles fertigen, bitte. Dass ich einmal von Anfang an das Crafting sogar mache. Das ist echt eine Seltenheit bei mir. So. Hier ist Stufe 5. Kann ich da irgendwas von gebrauchen? Könnte ich, ja. Einmal fertigen, bitte. Hey, warum willst du nicht? So, jetzt. Man sollte vielleicht auswählen, dass man einen geschmiedet haben möchte. Boah, das wäre ein Vorteil. Ja, ne? Halskette. Okay, Halskette habe ich auch noch nicht. Bitte einmal fertigen. Oh, nur noch 20 mal 3.0. Ja, 10 mal. 20 mal 1.0. Oh. Juhu, erstmal komplette Schmuck hergestellt. Je. Die Runden-Dinger habe ich schon. Oh nee, ich kann jetzt was Besseres sogar herstellen. Ja, komm, gib ihm. Dass ich mal Crafting mache. Das ist unglaublich. Das ist eine echte Seltenheit. Ich bin für gewöhnlich so die Letzte, die das macht. Jupp, einmal binden. Bei Macht. Ey. Achso, ah, okay, das kommt da rein. Okay, gut. So. Was habe ich denn da jetzt? Achso. Mit dem Stallmeister hatte ich gequatscht. Vielleicht Rüstung, Bogenmacher. Nee, das brauche ich alles nicht. Das erste Mal denkt, der mich mehr in Tank machen lässt. Das ist erstaunlich. Das ist halt so viel einfacher, wenn man keine Akku-Ping-Pong spielen muss. Ja. Das klappt gar nicht. Muss ich hin? Nach da hinten. Dann glaube ich die Aufgabe noch und dann komme ich bald zur nächsten, zur ersten Ini.